Willkommen zurück zu Let's Play J-Stars. Im letzten Part haben wir uns an das Kampfsystem erinnert. Aber ich habe immer noch vergessen, wie man Gear Second macht. Und wir müssen ein goldenes, ein Glückstaschentuch finden. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal auf dem Weg überall vorbei. Vielleicht hat ja wer was. Einfach mal durchskippen. Nö. Auf der PK-Akademie nicht. Fettes Schwein aus dem Weg. Tsururi Park. Hey, du da, Augenblick. Ist das die Person, auf die wir gewartet haben, Genjo? Du weißt schon, wer ich meine. Oh, du meinst die Person, von der die Stimme sprach. Was hat sie nochmal gesagt? Könnt ihr zwei vielleicht mal eine Minute die Klappe halten? Ich versuche hier etwas zu sagen. Darf ich mich vorstellen, Genjo? Wie du vielleicht siehst, bin ich ein Mönch. Ich kenne alle Leute in dieser Stadt. Genjo hat sämtliche Krankheiten, kann sämtliche Krankheiten heilen, weißt du? Er ist ein erstaunlicher Mann. Oh ja, das stimmt. Wir sollten ihm alle danken. Ja. Genjo? Den Namen habe ich noch nie gehört. Ach ja, egal. Also meine beiden Freunde hier sagen, sie hätten neulich diese Stimme vernommen. Eine geheimnisvolle Stimme. Sie fordert die beiden auf, dir folgende Nachricht zu überbringen. Zum Trainieren sollst du die Polizeiwache aufsuchen. Weißt du, was das ist? Eine Polizeiwache? Ich habe keine Ahnung, seid ihr dumm. Naja, wir haben es dir ausgerichtet. Was du jetzt daraus machst, ist deine Sache. Ja, auf zur Polizeiwache. Yay, yippie, yay, Entschuldigung. Ich sollte vielleicht einfach auch mal wieder hier hingehen, um zu gucken, ob dort auf der anderen Seite das Glückstaschentuch ist. Ich meine, letztes Mal mussten wir für diese andere Seite aus dieser Seite Joghurt oder Milchdrink oder was immer mitnehmen. Von daher einfach mal machen. Einfach mal durchskippen. Hat jemand das Taschentuch gesehen? Habt ihr mein Taschentuch gesehen? Taschentuch! Oh fuck. Ich will doch nicht kämpfen, verdammt. Kann man nicht irgendwie fliehen oder so ein Scheiß? Nö. Alles klar. Einfach kämpfen, schnell machen. Ja, aber das Aufladen dieser Dings kostet ein bisschen Zeit. Okay. Wir kämpfen gegen Hancock, die, by the way, ja sowieso gesagt hatte, letztes Mal, dass der aus Ginter war, mit ihr auf Reisen ist und ihn total rumkommandiert. Schade. Einfach Jet Bazooka und Haruto! Ja, Moment mal, wo ist Hancock? Ist das nur Hilfskampf oder was? Bin gearmt! Redhawk! Bin gearmt! Redhawk! Das ist das Einzige, was man dann macht. Ja, jetzt funktioniert das auf einmal. Keine Ahnung, wie der ultimative Angriff nochmal funktioniert, aber wir machen ihn jetzt einfach mal. Auf einen, der fast tot ist. Und jetzt tot ist. Du hättest aber auch noch davon getroffen werden können, hier. Wäre schön, wenn.
Was hast du denn jetzt eigentlich? Was hat denn deine Kräfte auf dem Süden? Lustig ist, man hat Gatling nicht aufladen wie jede andere. Einfach durch das Tor geschossen. Sehr gut. Ich hab zu spät gesehen, oder eher gesagt aktiviert und nachher hat das ja auch gemacht. Falsche Attacke. Falsche Attacke. Ja, das hat voll nicht getroffen. Das wollte ich machen die ganze Zeit. Ich hab vergessen, dass man dafür L1 gedrückt halten muss. Aber gut. Wow. Das war's drauf. Nicht richtig ausgewichen nach der Zeit, ja. Aber das Auswechseln ist richtig nicht so gut. Braucht man nicht immer. What? Das Ende. Kick in your face. Echt genial. Ja, ja. Zur Weltkarte. Ja. Ja, komm. Paar Level-Ups. Speichern. Ja, gut. Komme ich jetzt eigentlich, da ich fliegen kann, da hoch? Nee, ne? Ich muss noch höher fliegen. Spasten. So, hier unten war doch auch noch irgendwo was, oder? Einmal regenerieren. Ich sehe keine goldene Kiste von wegen Taschentuch. Ah, nein. Hö, es war closer. Ich sehe hier echt nichts von wegen Leuchten und Taschentuch. Mir fehlt hier eine Beschleunigungstaste, ganz ehrlich. Dann einfach mal wieder zurück. Kann man nicht beschleunigen, das nervt. Nur gut. Suchen wir noch weiter. Ich meine jetzt... Okay, hier müssen wir hin. Dann gucken wir noch mal kurz beim Turm vorbei. Ob da nicht irgendwas ist, was sonst beim Taschentuch weiterhelfen könnte. Aber nein. Alle reden sie nur über den Heitersand. Ja gut. Polizeiwache, hallo. Wie ist da und wo ist jetzt das Training? Da kommen unsere Sparring-Partner ja schon. Also dann, Konzentration. Passt schon. Und wieso ist mein... Ach, warum bin ich immer Startrücken? Hilfscharakter bei euch. Ist total unfair. Ja, starke, schwache Kombos, ich weiß. Kannst du mir jetzt sagen, wie ich Gear Second aktiviere? Das wäre echt nice. Einfach mal Start drücken. Rüberspringen, anvisieren, rennen! Das hat leider nicht geklappt, als er weit weggegangen ist. Das ist sehr schön. Das Kombos! Das Kombos, Leute! Stop this! Wo ist Ace überhaupt? Ace! Die kommen um mich hier zu Tode, mach was! Wow! Schade.
Ja, Ace. Was auch immer du gerade machst, mach es mal. Warum rennt der immer weg, wenn ich das auflade? Seit wann sind sie so schlau geworden? Ah ja. Einer weg. Zweiter folgt. Nachdem, ja. Hallo Naruto. Ja. Dann kümmere ich mich eben wieder um dich. Auch okay. Spring einfach nicht über. What the fuck? Du kannst in der Luft rasen. What? Wie cool ist das denn? Ich sollte aufhören, einfach meine Specials Special-Moves rauszuhauen. Außer bei sowas. Mann, lass uns mal Freundestaumeln, weil wir so cool sind. Hallo, ich habe auf R3 gedrückt. Die ganze Zeit schon. Dann lass mal. Und tschüss. Ey, du bist aber auch kein Normfreund hier, oder? Ich finde, die Special Moves sehen manchmal awesome aus, aber ziehen irgendwie nicht unbedingt mehr ab als normale Kombos. Naja, Stufe 3 Freundschaftsbonus. Whatever this is for. Naja. Sei es drum, Ruffy noch nicht Stufe 10. Wäre ja auch etwas OP, wenn, weil dann geht's viel zu schnell. Schiffsreparaturset erhalten. So. Da es jetzt anscheinend keine Quests mehr gibt, außer die eine, die wir jetzt haben, bevor wir Hauptstory weitermachen, brauche ich das Taschentuch. Wo könnte hier ein Taschentuch sein? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Nix da. Du nix kämpfen mich? Hier können wir rein und durch. Gibt es hier irgendwas? So. Außer das hier? Wollte die wir nicht kennen. Ja, ich lese irgendwie nur was vor, wenn es relevant für die Story ist. Ach, hier können wir noch nicht rein, weil wir noch nicht hoch genug fliegen. Scheißberge. Heißluftballon. In der Lava ist auch nichts. Da können wir auch noch nicht rein. Wo ist dieses scheiß Taschentuch? Einfach mal die ganze Welt absegeln und überall hingehen, wo wir noch nicht waren, aber... Ja, das Ding war ja auch irgendwo in der Nähe von irgendwas. Polizeiwache oder so. Aber man kann es ja mal versuchen, ob die nicht irgendwas sagen. Kommt ein Taschentuch geflogen. Ich will's haben. Ha! Glückstaschentuch! Yay! Da haben wir's doch. Ja, dann auf zum Weg zur Hauptstory, weil auf dem halben Weg auch das Ding mit dem Glückstaschentuch ist, aber man darf ja dann einfach nur danach suchen, mehr ist das nicht. Ja gut. Findet man ja früher oder später. Irgendwann. Ja, hoffentlich früher als später. Ihr kriegt mich nicht. Also, hier hast du dein Taschentuch. Oh, hallo Leute. Konntet ihr das Ding für uns finden?
Natürlich, ist es das, wonach du suchst? Oh, mein Glückstaschentuch, vielen, vielen Dank. Nachdem ich jetzt mein Glückstaschentuch wieder habe, hält mich nichts mehr auf. Es wird Zeit, die Zitterfaust einzusetzen. Vielen Dank nochmal für die Hilfe. Ah, scheint dir ja ordentlich, Ausschwung gegeben zu haben, Jelly Jigger. Gott sei Dank. Vielen Dank, Leute. Quest erledigt. 1600 J-Punkte. Die nehme ich doch gern. So, dann auf weiter zur Hauptstory. Ich hoffe, wir kommen hier durch. Sieht gut. Nicht gut aus. Okay. Moment mal. Wir müssen da rein, kommen da aber nicht rein. Wegen den Sandstürmen oder was? Ach ja. Von hier aus kommen wir wohl in den Heitersand hinein. Hey, einen Augenblick mal. Ja. Wer bist du denn? Oh, das wird lustig. Ich bin nur ein ganz gewöhnlicher Yorozuya. Aber ich fürchte, ich bin mit meiner Miete im Rückstand und muss schleunigst zahlen, bevor die Wirtin wütend wird. Ach ja, und Hancock hat euch was zu sagen. Moment mal, wo ist Hancock? Ach, wie ist da rübergekommen? Ha? Hat sie eine Art Turbo installieren lassen? Wie die Dinger, die man durch Draufbeißer aktiviert? Ja. Hallo Hancock, ist lange her. Oh Ruffy, wie sehr habe ich mir gewünscht, dich wiederzusehen. Jeder Tag ohne dich war ein weiterer Dorn in meinem Herzen. Ui, ui. Was soll das denn jetzt? Was ist mit mir, ey? Mit der Person, die dich bis hier rausgebracht hat. Ha? Hey, der Typ da labert irgendwas. Kennst du den Hancock? Spinnst du? Was ist der, ein Stand? Wie nett. Ha? Was redest du da für einen Schwachsinn? Das ist ein crazy Diamond. Oder sowas bin... Hä? Dass ich es toll finde, heiße Quellen zu besuchen, in denen die Toten so gerne baden? Pff, was soll's? Ist mir doch wurscht. Du hattest mich beauftragt, dich zu Ruffy zu bringen. So, der Auftrag ist erledigt. Wo ist jetzt meine Bezahlung? Hast du gehört, Ruffy? Was meinst du? Was sollten wir jetzt tun? Was siehst du mich an? Ich habe keine Kohle. Yes. Damit wäre es geklärt. Ich fürchte, du musst die Sache also abschreiben. Ja, ja. Hey, Moment mal, ja? Wenn ich das Geld für die Miete nicht kriege, dreht mir der Drache von Vermieterin den Hals um. Das ist kein Witz. Hier ist ein echt miethungriger Drache. Wenn man etwas haben will, muss man es sich mit Gewalt nehmen. Kein Wunder, dass deine Spezies am untersten Ende der intergalaktischen Nahrungskette rumkrebst. Ah. Mein Gott, noch ein Irrer, und wer bist du? Ich bin Prinz der stolzen kriegerischen Saiyajin, ich bin Vegeta. Und ich werde euch zu Staub zermalmen. Ich werde derjenige sein, der die Propellerfedern benutzt. Und ihr dürft mir später danken. Du kannst einfach rüberfliegen. Wieso siehst du mich denn an? Ich hab mit dem Typen nichts zu tun. Und jetzt habe ich wegen dir auch noch Magenschmerzen bekommen. Suchst du etwas Streit? Wenn ja, dann zeig mal, was du drauf hast. Ein Augenblick. Heißt das, du willst auch gegen mich kämpfen? Oh Mann. Aber irgendwoher muss die Miete ja... Ja, komm.
Da habe ich wohl keine andere Wahl. Gut, Leute, im nächsten Part gegen Vegeta. Ja, die haben keine Assist. Wie traurig. Aber hey, Vegeta taucht auf. What the fuck? Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Viel Spaß und tschüss.